Wahnsinn, wie viele Menschen hier heute Morgen auf den Münzplatz gekommen sind. Schön, dass ihr alle da seid, um ein starkes Zeichen gegen den Faschismus und für die Demokratie zu setzen. Ich weiß nicht, wie viele heute Morgen hier sind. Ich weiß auch nicht, von wo ihr überall angereist seid. Aber ich weiß, warum ihr alle hier seid. Warum wir alle hier sind. Wir sind heute hier, um laut zu sein gegen den Faschismus. Wir sind heute hier, um laut zu sein für die Demokratie. Koblenz, seid laut für die Demokratie. Und ich bin froh, dass ihr alle gekommen seid, den Münzplatz hier gefüllt. Wir haben eben mal geschätzt, es sind mindestens mal 6.000 bis 7.000, wenn nicht sogar mehr. Und es kommen immer noch weitere. Das ist ein starkes Zeichen, Koblenz. Dankeschön dafür. Und gemeinsam mit einem breiten Bündnis von Demokratinnen und Demokraten stehen wir hier und machen deutlich, keinen Zentimeter, keinen Millimeter dem Faschismus. Und dass heute und die letzten Tage und auch in den nächsten Tagen in ganz Deutschland, in vielen Städten, Hunderttausende auf die Straße gehen, das ist ein ganz klares Zeichen. Egal ob in Potsdam, Hamburg, Berlin, Dresden, Mainz oder heute hier in Koblenz, wir sind mehr. Und genauso wie ich mich über jeden einzelnen von euch freue, freue ich mich über die Rednerinnen und Redner, die heute hier auf dieser Bühne zu uns sprechen werden. Ich begrüße deshalb die Vertreterinnen und Vertreter der Koblenzer Grünen, der Koblenzer SPD, den Freien Wählern, der Wählergruppe Schengel, den Linken und der Partei Die Partei. Danke euch allen, dass wir heute als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen. Zusammenstehen in einem gemeinsamen Ziel, unsere Demokratie gegen rechts zu verteidigen. Und gleichzeitig bedauere ich sehr, dass die Koblenzer CDU und FDP heute die Chance verpassen, gemeinsam mit allen anderen Demokratinnen und Demokraten hier in Koblenz klare Kante gegen rechts zu zeigen. Liebe CDU und liebe FDP, jetzt ist nicht die Zeit für parteipolitische Grabenkämpfe, plumpe Hufeisentheorie und persönlichen Wahlkampf. Jetzt ist die Zeit für einen Schulterschluss aller demokratischen Kräfte. Jetzt ist die Zeit, dass man es mit der Brandmauer ernst meint. Nie wieder ist jetzt! Ich kann gar nicht alles aufzählen, wer heute alle hier ist. Ich weiß, dass sehr viele Jugendorganisationen hier sind. Die Pfadfinder, die aus Winningen, ich bin Gülse, aus Winningen ist ein Bus angekommen. Danke Winningen, dass ich das mal sagen kann. Wahnsinn! Eigentlich wollten auch die Landwirte heute kommen und wollten hier mit Treckern den Münzplatz vollmachen. Erstens, schade, dass sie nicht da sind. Zweitens, gut, dass sie nicht da sind. Die hätten gar keinen Platz gehabt. Aber, liebe Landwirtinnen und Landwirte, das Zeichen ist angekommen. Wir stehen gemeinsam gegen rechts. Und das tun wir hier alle auf dem Münzplatz mit über 7.000 Menschen. Dankeschön. Und es ist so wichtig, dass wir das tun. Denn auch hier in Koblenz müssen wir wachsam sein. Auch hier in Koblenz gibt es Menschen, die rechtsextremes Gedankengut verbreiten. Die denken, es bräuchte eine Alternative für die Demokratie. Allen voran die AfD-Fraktion im Koblenzer Stadtrat, in deren Reihen ein Landtagsabgeordneter sitzt, der von seiner eigenen Partei ein Ämterverbot auferlegt bekommen hat, der in dieser Woche aufgrund laufender Ermittlungen in einem Strafverfahren seine Immunität verloren hat, der in Koblenz Vorträge zum Thema Remigration organisiert, der selbst den Rechten zu rechts ist. Dieser Koblenzer AfD sei von hier, von uns allen, laut und deutlich zugerufen. Koblenz ist weltoffen. Koblenz ist demokratisch. Und Koblenz stellt sich mit allem, was es hat, gegen euch und eure Ideologie. Und genau darum soll es heute gehen. Zeigen wir, was Koblenz wirklich ausmacht. Zeigen wir, dass Koblenz die Demokratie hochhält. Zeigen wir, dass wir als Demokratinnen und Demokraten Schulter an Schulter stehen. Dass wir als Demokratinnen und Demokraten die Brandmauer nach rechts hochhalten. Liebe Koblenzerinnen und Koblenzer, liebe Demokratinnen und Demokraten, machen wir uns stark, seien wir laut für die Demokratie gegen den Faschismus.
Ihr glaubt gar nicht, was für ein geiles Bild das von hier oben ist. Der Platz ist voll. Ich weiß nicht, ob immer noch mehr Menschen kommen. Es sieht zumindest so aus. Eure Schilder, es ist Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Zum weiteren Ablauf der Kundgebung. Gleich werden Vertreterinnen und Vertreter der anwesenden demokratischen Parteien im Koblenzer Stadtrat entsprechend ihrer Stärke im Stadtrat jeweils Gesetzesredebeiträge halten. Anschließend wird es dann die Möglichkeit geben, da geben wir das Mikrofon frei und jeder und jeder von euch, der etwas sagen möchte, ist dann herzlich eingeladen, auch hier oben etwas zu sagen. Für den Anfang beginnt für die Koblenzer Grünen Kim Theissen, deren Vorsitzende. Macht's nochmal laut, Koblenz, für die Demokratie, gegen den Faschismus.